Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt namens South Park, The Stick of Truth. So, ich habe schon ein bisschen ausprobiert, bin damit nicht weitergekommen als bis zu den Charaktereinstellungen. Und wir werden jetzt einfach mal ein neues Spiel starten. Durch Start eines neuen Spiels oder Laden eines gespeicherten Spiels wird dein automatisch gespeicherter Fortschritt beschrieben. Okay. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. So, und da sind wir auch wieder zurück. Ah, jetzt können wir bei den Mannequin die Hautfarbe ändern. Sprayten. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Beziehungsweise ich. Und jetzt können wir eine Frisur aussuchen. Ich versuche den so ähnlich zu machen, wie ich aussehe. Also ihr wisst ja gar nicht, wie ich aussehe. Das werdet ihr aber auch bald erfahren. In The Layers of Fear, was ich eigentlich schon längst streamen wollte, aber nicht dazu gekommen bin. Welche nehmen wir denn mal? Ich würde schon fast sagen, Moment. Wir werden jetzt einfach mal die hier nehmen. Und die Haarfarbe. Ist kein dunkleres. Nehmen wir die. So. Wie sieht denn das hier aus? Ja, so ganz schlicht gehalten. Oder wir machen einen auf Gangster. Jetzt ist eher so der Zuhause-Chill-Typ, ne? Ne, wir nehmen jetzt einfach das hier. Ah, und die Jacke können wir auch noch verändern. Okay. So. Make-up. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Fan von Make-up, aber mal schauen, was es da so gibt.
Also sehen wir so aus wie ein Kämpfer. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir das einfach. Eine Brille tragen wir eigentlich, beziehungsweise ich eigentlich nicht. Eine Sonnenbrille wäre jetzt cool gewesen. Hier, die erinnert mich irgendwie an die von dem Lehrer da. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber den werden wir bestimmt auch noch kennenlernen. So. Fertig. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Also zuerst einmal finde ich das mal schon mal richtig assi von unserem Vater, dass er uns unnormal nennt. Ich meine, es ist ja normal, wenn man in eine neue Stadt kommt, dass man noch nicht direkt jeden kennt. Das finde ich echt nicht korrekt von dem. Naja, aber was soll's. Um Türen und Behälter zu öffnen oder die Objekte, schau in ihre Richtung und drücke die Leertaste. Okay. So, sorry für den kleinen Cut gerade. Mache jetzt aber auch direkt weiter. Ach, hier ist gar nichts drin, ne? UPS. Ja, geil. Haben die auch dran gedacht. Nee, rausgehen wir noch nicht. Ist bestimmt noch irgendwo was drin. Geld. Ah, das ist jetzt... Ah. Boah, ganze 50 Cent schon. Ah, nee. 4,84. Okay. Kein Stress. Okay. Oh, der süße Fisch hier. Also, jetzt haben wir eigentlich erstmal hier alles gemacht. Doch alles voller Umzugskartons. Bedroom, also Schlafzimmer, Spielsachen, Schuhe, T-Shirts. Gucken, was ist hier. Ah, geil, das Badezimmer. Da auch wieder direkt was. Alles erstmal durchstöbern. Nichts auslassen. Okay. Was ist, wenn ich jetzt hier... Okay. Das werden wir später mal wieder austesten. Geile Idee. Wahrscheinlich dann hier. Ich werde auch überlegen, dann demnächst mit dem Controller weiter zu zocken. Hier ist unser Zimmer, glaube ich. So. Jetzt sind wir im Untergeschoss. Oder Erdgeschoss eher gesagt. Okay, hier können wir nicht rein. Auf alles voll Umzug. Unsere Mutter.
Hallo. Go on outside, sweetie. Ja, sofort, warte. Ganze 2 Euro Taschengeld. Boah, du bist aber auch die beste Mutter. Was haben wir hier noch? Ja, cool. Okay, hier ist nichts mehr. Glaube ich. Nee. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Jetzt chill doch mal. Okay. Drücke J, um deine Quest. Ja, okay. Dies ist deine Quest über sich. Wähle mit der linken Maustaste deine Quest. Klicke doppelt auf die aktive Quest, um sie auf der Startkarte zu sehen. Ja. Jetzt ist es dann die hier. Der Neue in der Stadt. Deine Eltern und du seid gerade erst nach South Park gezogen. Sie möchten, dass du rausgehst und Freunde findest. Geh nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Ja, okay. Dann machen wir das. Keine Menschen. Okay, kaputt geht das schon mal. Was ist denn da hinten? Okay, da können wir nicht hin. Da ist auch noch so eine Tasche. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Noch nix. Achso, so war das, genau. Gehen wir mal hier hoch. Eine Truhe. So, wie viel haben wir jetzt? Schon fast 9 Euro. Oder Dollar eher gesagt, sind das ja hier. Wie wir als erstes finden. Okay. Das ist doch Butters, ne? Ja. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Boah, wir haben einen Freund. Ist ja fast so wie Facebook. Klicke auf deiner Homepage auf den Reiter mit dem... Auf den Reiter? Okay. Mit den Sammelobjekten, um alle Freunde zu sehen, die du gefunden hast. Wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde. Ja. Ungewollt, aber... also wird ihn niemand ärgern. Ja. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Jetzt chill erstmal. Was ist denn das da oben? Ist das eine Puppe? Naja, mal schauen. Hey, where are you from? Where'd you live before moving here? Nur rennen statt gemisches. Ah, is that Colorado? Okay. Why are you wearing your hair like that? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, das geht noch nicht. You don't talk much, do you? That's okay, I can talk for both of us. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Cartman, die Kackwurst, ist also der große Zauberer. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom, not now. Ja, chill mal. Cartman ist wieso habe ich denn jetzt diesen Garagenschlüssel? Kann ich mit dir reden? Don't talk to her, she's not part of the game. Okay. Das Huhn. Welcome to the kingdom of Koopa Keep.
Wow. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Aww. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. So. Sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus. Unsere Quest ist jetzt erstmal mit den Cartmen zu sprechen. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Oh fuck, wie heißen wir denn? Wir nennen uns jetzt einfach mal Tobi. You entered Douchebag, is that correct? Yep. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Nein. Nein. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief or Jew. Die Klassen Kämpfer, Magier, Dieb oder Jude. Auch geil. Na, ich bin nicht so der Magier-Typ. Clown tue ich jetzt eigentlich auch nicht gerne. Ich habe jetzt zwar nichts gegen Juden, aber ich bin gerne ein Krieger, ein Kämpfer. Und deswegen nehmen wir jetzt erstmal Kämpfer. Ein Fighter hat Courage, Honor und die Ability, to kick fucking ass. Dann nehmen wir den. Ja. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Kauf eine Waffe von Clyde. Da ist es bestimmt der hier. Hallo. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Möchtest du... Ja, nee, 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 wir wollten eigentlich nur kaufen. Oder? Klinge des Kriegers. But don't let it bother you that there's a game to be played. Ah, a lovely purchase. Gut. Ausrüstung. Haben wir noch keine? Okay. Dann halt nicht. Da auch nix. Waffenaufsätze. Auch nix. Verbrauchsgüter. Dürfen wir auch nichts haben, okay. Dann sind wir hier fertig. Du hast deine erste Waffe, drücke, ist das I oder L? Ich glaube I, um auf dein Inventar, ja, okay, klar. I, Inventar, okay, passt schon. Zuzugreifen und sie anzulegen. Schau mal, Cartman. No. Rüstung des Kriegers. Hey, haben wir doch. Ah, böser Cartman Spitzbart. Wie sieht der denn aus? Nichts ist gruseliger als Cartman, wenn er helfen will. Er ist jetzt nicht ganz so meins. Schwarzer Blendschutz. Ja. Alter Schwamm, Baseballkarten, rostiges Rohr, Gabel, nee. Ah, das ist cool. So. Ah, you have procured a weapon, Ness. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Bitte was? I'm gonna kick your ass. Nee. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Was soll ich denn jetzt machen? Kl-
Klicke mit der linken Maustaste, um deine Aktion auszuwählen und dann... Ja, okay. That all you got? Hey, oh warte my god, mal. It sputters all over again. Okay, look. Try putting your back into it at the last possible moment. Klicke... Ah, okay. Ah! Ah! Try again. Focus right before you strike. Einmal so, klicke mit der linken Taste. Ja. Oh. Okay. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Didn't count. Bam. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Nochmal. Komm. Bam. Dick. Bam. If that was a power attack, how come Clyde isn't crying? Let's go! I dodged that. Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bouts. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bouts. Oh shit. Prepare yourself. Yeah. No, no, I said hey, ich hab's doch gemacht. Protect your bouts. Klicke mit der rechten Maustaste, wenn du die Anzeige zum Blocken siehst. Habe ich gemacht. Nochmal. Okay. Yes, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's PP. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Fähigkeiten. Der Knochenbrecher, okay. Klicke mit der linken Maustaste. Ja, schon mal. Erneut, um zu schwingen. Trifft den Ball und Bonus. Okay. Heck. Dude, that was pretty lame. Try it again, dude. Hey, der liegt doch schon im Koma. Ah. Do you have some kind of problem with authority? Do what I told you. Use your authority. Hab ich doch, ey Junge. Ich glaube, das war's, oder? Now do it one more time. Finish him. What? Okay. I'm going easy. Take this. Die. Oh. Sieh mal einer an. Ja, das können wir jetzt nicht machen. Okay. Jetzt aber. Oh. Komm her. Ein letztes Mal. Bam. Dude, that was awesome. You were all like, beam, and Clyde was all like, nah, nah. Okay, okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Triff Cartman in seinem Zelt. Ja gut. Ich würde mal sagen, das ist das hier. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The Stick of Truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions!